weißt du was? Du hast jetzt eine Minute Zeit, du musst dir wieder. Lass den Tab offen. Ja, ich schaue es nicht mehr. Du bist ready? Ja, ich bin ready. 4, 3, 2, 1. Hallo bei Big Boys Podcast. Wieder mal ein Interview. Das ist der Sherwin. Ich bin der Hi. Jörg. Und ja, ich interview dich mal so ganz locker aus der Hose mit unvorbereiteten Fragen. Man hat dich noch nicht in einer Band gesehen. Was machst du eigentlich? Warum spiele ich nicht in einer Band? Ja, genau. Warum glaubst du, dass du hier bist? Was ist deine Funktion? Was ist meine Funktion? Oder soll ich zuerst die andere Frage beantworten? Warum spielst du nicht in einer Band? Spielst du nicht in einer Band? Es ist ganz einfach. Very short. Weil ich einfach kein Musikinstrument beherrsche, überhaupt nicht musikalisch bin und nicht singen kann. Ich kann es überhaupt nicht. Ich habe es ein, zweimal probiert und es gibt gibt es da Aufzeichnungen davon? Es gibt, glaube ich, irgendwo kam ein Foto davon. Der Pendel kann dazu eine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich, als wir sehr jung waren, wir beide, habe ich einmal probiert, in seiner Band damals zu singen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war irgendwie bei 3 Proben oder so und die waren so nett und haben es mir nicht direkt sagen wollen und haben sich nicht getraut. Aber Fakt ist, sie haben mich dann nicht mehr angerufen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und dann hast du gesagt, also nicht vielleicht unmittelbar drauf, aber halt ein paar Jährchen später hast du gesagt, okay, du nimmst die Kamera in die Hand. Ja. Und du gehst Underground-Bands fotografieren. Ja. Wo wir uns auch mal genau, wo wir uns auch kennengelernt haben. Das war sogar im Viper Room. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche Show das war, aber das ist irrelevant. War Viper Room das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben? Nicht Szene? Ich glaube, im Viper Room haben wir das erste Mal gequatscht. Ja? Nevertheless, was war dieser zündende Gedanke, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt Underground-Bands fotografieren? Also ich hab die Kamera in die Hand genommen, weil als mein Sohn geboren wurde und ich wollte anfangen, ein bisschen besser zu fotografieren. Dann habe ich angefangen zu fotografieren und habe mir das halt ein bisschen selber beigebracht. Und dann habe ich gesehen, dass man denn vielleicht auch Musik fotografieren könnte. Mhm. Und nachdem ich immer eine Affinität für Musik hatte, obwohl ich kein Talent für Musik habe, und vor allem halt Metal, habe ich mir gedacht, oh, das wäre doch ein netter Weg, wieder mal in die Konzertszene einzusteigen. Weil ich vor allem so diese Jahre, als mein Sohn geboren wurde und auch ein bisschen davor, eigentlich auf keine Konzerte gegangen bin und so. Und dann haben wir gedacht, okay, das probiere ich mal aus. Und bist du dann einfach zu einer random Show hin oder hast du gesagt, okay, gut, da kenne ich eine Band schon oder hat dich wer angeschrieben oder hat dich ein Veranstalter gefragt, hey, Szene, machst Foto, kommst du? Oder? Ich glaube, es war Viper Room, ich habe einfach den Veranstalter angeschrieben und gesagt, darf ich Fotos machen? Aha. Ich weiß nicht, ob ich es gut kann, aber darf ich Fotos machen? Ja. Und dann habe ich halt Fotos gemacht. Und der hat dich da einfach reinlassen und hat gesagt, okay, kein Ticket, aber... Ja, ich hab geschrieben und er hat gesagt, ja, gerne. Okay. Und Fakt war, ich glaube, wir waren 2 Fotografen dort und 6 Leute im Publikum circa. Ja. Also, es war eine relativ kleine Show, glaube ich. Ja. Und so eins nach dem anderen. Und, aber das war ganz, ganz intrinsisch und du hast jetzt ohne großartig Portfolio oder so hast du gesagt, ich komme da jetzt vorbei und ich mache das. Probieren geht über Studieren. Ja. Einfach probieren, genau. Okay. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich durch dich dann natürlich ein bisschen verfolgt auch. Du hast dann auch Interviews gemacht. Das fand ich auch ein bisschen weird, muss ich sagen. Wieso? Das ist das Verfolgen. Naja, aber das ich ist... das ist nach Hause gekommen bin und du warst dort. Ja, okay. Okay. Ja, ich habe mir gedacht... Ich habe mir gedacht, okay, das Online-Stalking, das reicht nicht. Ich muss jetzt wirklich rausfinden, wo du wohnst und eines Tages, hey, wo ist der Kaffee geht. Genau. Na, Scherz. Aber ich sage jetzt mal so, der Underground-Sumpf, der hat dir nicht gereicht. Du hast dir dann, tatsächlich größere Acts gesucht auch. Mhm. Ja. Wie war das? Also war der Approach der gleiche? Hast du dir einfach gesagt, okay, gut, da kommt jetzt zum Beispiel... Sag, was ist eine der größeren Bands, die du... Anthrax ist eine befreundete Band jetzt schon und die fotografiere ich oft. Und ich weiß nicht. Aber was war der Weg dahin? Hast du dann gesagt, okay, du suchst jetzt einfach deren Touring-Management raus? Und Genau so. Also was ist passiert? Ich habe halt österreichische Bands fotografiert hier.
Und dann hier und da mal einfach gedacht, naja, jetzt, wo es einigermaßen funktioniert und die Veranstalter und die Bands, die mögen die Fotos und wollen sie auch teilen und so. Und mich jetzt schon einzelne Bands anschreiben und sagen, kannst du uns bitte fotografieren? Was ja da schon ein netter das Weg ist war. Schon ein Badge, das war schon ein ja. netter Weg. Ich bin halt immer so einer, der versucht, wenn schon, denn schon. Ja? Also wenn ich mich in irgendetwas rein arbeite, dann versuche ich halt relativ schnell ein Maß an Professionalität dort drinnen zu haben, ja, egal was es ist. Ja. Ich sage nicht, dass ich immer sehr gut bin dort in den Sachen oder dass ich irgendwie dort wirklich der Beste werde. Das passiert mir überhaupt nicht. Ich werde nie in irgendetwas der Beste sein. Aber ich versuche mich halt mindestens irgendwie auf die 80% oder 90% Marke zu bringen. Ja. Und das relativ schnell. Und dieser Approach hat mir dann geholfen und ich habe gesagt, okay, ich schreibe mal einfach irgendeine Tour in der Band an und sage, hey, ich fotografiere sehr oft in der Szene Wien, ja, zum Beispiel. Ihr seid in 3 Wochen, habe ich gesehen, und ich habe wirklich nichts anderes gemacht, als die Liste angeschaut, wer kommt in den nächsten 6 Monaten in die Szene. Ich sage, okay, die Band würde ich gerne fotografieren, die und die und die. Dann habe ich die einfach angeschrieben, ja, und gesagt, hey, ich bin dort, ich fotografiere sehr oft dort. Nur kurz angeschrieben, ja, über Social Media, oder hast du dir dann irgendwo eine offiziellere Stelle? Naja, ich habe beides gemacht. Okay. Also natürlich, der erste Weg ist, du suchst dir auf Facebook die Band raus, dann schaust du mal, wer ist das Management, und dann je nach Größe der Band, entweder du schreibst denen tatsächlich auf Facebook, ich meine, jetzt gibt es ja auch sogar, wunderbar, es steht ja dann typically replies within und so weiter, ja. Also du siehst ja auch schon, sind die dort eher aktiv oder nicht, aber du, was ich gemacht habe, ist aber immer wieder das Management nachgeschaut, dann die Band-Webseite und die Management-Webseite angeschaut, dann habe ich mal gesehen, okay, wer ist zum Beispiel der Manager der Band, wer ist vielleicht PR der Band und so weiter. Und die habe ich angeschrieben. Und manchmal habe ich halt wirklich 4 oder 5 E-Mail-Adressen auf einmal in einen Verteiler. Habe einen Sinn vor. Also ich habe nicht irgendwie reingeschrieben, hey, ich würde fotografieren, wie schaut es aus? Sondern ich habe dann halt ein bisschen einen Text zusammengeschrieben. Ja. Habe erklärt, wer ich bin, was ich tue. Habe dann ein paar recent Fotos reingegeben. Ja, und habe dann halt, hier ist ein Link zu dem, was ich zum Beispiel letzte Woche in der gleichen Venue fotografiert habe, habe dann auch bewusst gesehen, ob ich vielleicht 1 oder 2 Fotos gezeigt habe, die man aus dem, definitiv einmal nur aus dem Graben oder Publikum nicht schießen kann, also Onstage-Fotos oder so, irgendetwas, wo ich halt schon mehr Access hatte, um zu sagen, das wäre es, und ich würde mir vorstellen, ich fotografiere euch, ihr gebt mir ein Access All Areas, wenn es für euch in Ordnung ist, fotografiere ich auch auf der Bühne, damit ich gute Drummer-Picks kriege. Das ist immer das Argument, ja. Und funktioniert auch, ja, weil das ist ja das Problem. Und die Drummer sind ja dann die, die immer durch die Finger schauen mit den Fotos. Ja. Sind wir dann meistens irgendwie so eine Mauergucke? Ja, ja, oder ja, zwischen. Also ja, weiß, irgendwie, normalerweise ist das irgendwie Sild an und irgendwelche Symbols und so weiter. Und dann 2 Augen. So ungefähr, ja. Und ich schreibe denen und ich würde sagen, Trefferquote war dann irgendwo bei 2/3. Und je besser die Bands waren, die ich als Beispiel schicken konnte, hey, ich habe letzte Woche Slayer fotografiert im Gasometer, hier sind die Fotos dazu, ihr seid in 3 Wochen im Gasometer, wie wär's? Ja. Ja. Und wollt ihr solche Fotos haben? Ja, ungefähr, ja. Okay. Und quasi dein... im Gegenzug hast du nur verlangt, quasi Zugang zum Konzert und halt auch Backstage, damit du nicht nur aus dem Graben, sondern aus allen Winkeln. Am Anfang kannst, ja. Je nachdem, welche Band es ist. Und dann habe ich angefangen, sage ich mal, je nach Größe der Band zu sagen, das würde so viel kosten. Okay, ja. Also je nachdem. Mhm. Also wenn ich jetzt nochmal Slayer fotografieren würde, die werden mir nichts geben für die Fotos. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich habe Slayer fotografiert dort, ja, und es ist irgendwie eine andere Band, die normalerweise eben nicht auf diesem Niveau ist, dann würde ich sagen, ja, dann hätte ich halt gerne ein Geld dafür. Und dann würde ich denen auch einen Preis nennen. Was auch legitim ist. Also dein, wie soll ich sagen, dein Kommunikationskonzept ist da sehr, sehr cool und sehr ausgecheckt. Was würdest du sagen, können sich ich sage jetzt mal, Underground-Bands oder nicht-Major-Bands
aus deiner Sicht abschauen, wenn es um Kommunikation geht mit eben Content Creator? Ja? Also was würdest du dir wünschen, wenn jemand an dich herantritt und sagt, hey, ich habe eine Band, ich möchte einen Service von dir, in dem Fall eben Fotos. Ja? Was sagst du, was hilft dir, die Zusammenarbeit zu erleichtern? Vor allem dieser erste Schritt. Ja? Also ich glaube, auch wenn der Ton locker ist, sollte ein gewisser Versuch der Professionalität dort sein. Ja? Mhm. Also das sehe ich schon als wichtig an. Und dann auch im ersten Schritt auch eine gewisse ein Realismus in der Erwartungshaltung. Ja? Wenn ich jetzt, und das ist jetzt auch in keinem Weg bös gemeint, aber wenn ich jetzt eben eine Underground-Band bin, ja, wo wir, wie wir wissen, ja, in Wien, ich muss mindestens so und so viele Karten selber verkaufen, damit ich überhaupt spielen kann und ich muss da sein. Also ich habe viele, viele Sachen zu tun und tue mir schwer, eine Halle zu füllen, ja, auch eine Bar zu füllen mit Gästen, ja, und schreibt dann eine Fotografin oder einen Fotografen an und sagt, hey, ich gebe dir hier diese tolle Chance, mich zu fotografieren, ja, komm doch vorbei und schieß ein paar coole Fotos und dann gib mir die und ich gebe dir dann Exposure, sage ich dann, ja, nett, aber okay. Ich glaube, du hast das Konzept nicht verstanden. Aber wenn mich jemand professionell und auch gleich im Vorhinein mit den Fakten konfrontiert und sagt, Schau, mir ist bewusst, ABC, es ist eine kleine Venue, es werden nicht viele Gäste dort sein und mir ist bewusst, dass deine Zeit auch wertvoll ist, lass uns darüber nachdenken, wie wir das kompensieren können. Mhm. Wenn ich von Haus aus so ausgehe, dann geht es ja auch anders. Ja. Ja? Und es ist ja nicht so, und da muss man auch ganz offen sein, ich glaube, alle, die wir das tun, fotografieren nicht nur für Geld, weil wenn wir das tun würden, können, ja, aber vor allem auch im Underground-Bereich, auch wenn du Geld verlangen kannst, ja, ich meine, was willst du tun? Du kannst natürlich jetzt sagen, hey, sorry, aber ich komme nicht auf dein Konzert, ja. Ich habe dann angefangen, wirklich zu sagen, gut, ich mache einen minimalen Unkostenbeitrag. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie 5 Bands gespielt haben in der Szene, habe ich jeder Band gesagt, gib mir so viel. Mhm. Dann zahlt sich der Abend für mich aus. Es ist aber nicht einmal... Aber für die einzelne Band ist es nicht viel. Es ist für die einzelne Band nicht viel, aber es war mir gar nicht einmal mehr... Es ist mir nicht ums Geld gegangen, sondern es ist die Symbolik. Die Symbolik. Okay. Und wenn ich als Band das verstehe und sage, okay, ich gebe dem Content Creator etwas, der Content Creator gibt mir etwas. Mhm. Es ist eine Transaktion und es ist eine Freundlichkeit, aber es ist eine gewisse Professionalität da. Ja. Und das ist der zweite Teil, ich habe eine Erwartungshaltung, die realistisch ist. Ja? Ich kann nicht hergehen und sagen, ich gebe dir dann 15 Euro und spendiere dir 2 Bier. Ja. Ja? Und erwarte mir daraus 50 Fotos aus allen Angles mit jedem Bandmitglied und so weiter. Boah, von jedem 10 Forever. Und das sind halt so die Punkte, wo ich sage, wenn ich Underground-Band bin, dann muss ich gleich meine Erwartungshaltungen auch so darstellen, dass sie, also oder so hinstellen, dass ich sage, die sind auch erreichbar für beide Seiten, damit wir nachher nicht unglücklich sind. Und wenn ich Underground-Band bin und kriege dann doch kostenlos Fotos, dann sollte ich mich nicht drüber aufregen, egal welche Qualität sie sind. Ja, voll. Und ich sollte umgekehrt, auch wenn ich kostenlos welche bekomme, mich nicht anders verwenden als vorher vereinbart. Oder wenn nicht vereinbart, gar nicht verwenden. Also wenn ich keine, und das ist, glaube ich, der allererste Punkt, wenn ich gar keine Vereinbarung mit dem Fotografen oder der Fotografin habe, darf ich die Fotos nicht verwenden. Punkt. Mhm. Ja. Und das ist etwas, das hat mich halt immer wieder wenig gestört. Und da waren, die meisten waren kein Thema. Es hat die ein oder andere Band bzw. Einzelpersonen gegeben, wo ich gesagt habe, du, jetzt kommen wir aber wirklich nicht mehr zusammen, weil es ist mir nicht ums Geld gegangen, aber wenn du ganz explizit sagst, ja, ich will dich nicht bezahlen für Fotos. Ich habe dann trotzdem 5 Fotos geschossen von deiner Band für den Veranstalter und du nutzt die Fotos dann selber, ja,
Und also ich einfach aber irgendwo geöffnet, gespeichert und dann... Und ich habe dir extra gesagt, das geht nicht. Okay. Ja? Dann haben wir ein Problem. Ja, das sehe ich schon. Es ist schon das Mindeste, dass man fragt, finde ich, hey, okay, hey, ich finde deine Arbeit cool, würdest du vorbeikommen wollen, aber wir haben kein Budget, um dich zu bezahlen. Ist es okay, wenn wir dir eben Gästeliste, Excel Area und ein T-Shirt von uns, würdest du kommen wollen? Ja. Und du kannst auch immer sagen, ja oder nein, das ist so arbeite ich nimmer mehr. Ja. Und dann sagen wir uns, ja, okay, gut, passt. Wir haben mal gefragt und da ist ja kein böses Blut dahinter, weil ganz jeder weiß, wo seine Grenze ist. Und ja, du kannst dann noch im Idealfall sagen, so, ja, ich tue es nicht, aber ich habe ein paar Kollegen, die schießen für diese und diese Konditionen und schreibt die an. Ja, ja, und jeder weiß, okay, gut, passt, danke schön. Und ganz genau. Und das habe ich so oft gemacht, ja, also sehr oft weitergegeben. Wir haben jetzt über Live-Fotos gesprochen. Wie ist das bei so Promo-Shootings? Also mit Promo-Shootings meine ich entweder in ein Studio gehen oder on Location uns hinstellen. Also quasi nicht die machen Musik und du schießt, sondern wir stellen uns irgendwo hin und inszenieren das Ganze. Aber es ist auch hier, ich meine, es ist einfach, genauso wenn ich irgendetwas kaufe, recherchiere ich vielleicht kurz vorher, was ist das, was ich jetzt bezahle. Ja? Und wenn ich jetzt eine Band bin, die wirklich nicht viel Geld für Promo-Fotos zum Beispiel ausgebe, also ich meine, realistisch ist, dass es ein paar hundert Euro kosten wird. Ja? Und dass jemand dafür etwas tun wird, ist sowieso schon ziemlich gut. Also wenn die Fotos einigermaßen professionell sind, dann ist das eigentlich schon ein sehr guter Preis. Aber ich muss mir halt vorher trotzdem bewusst sein, dass ich also wenn ich jetzt den Jörg anschreibe und sage, Jörg, mach bitte für mich Promo-Fotos, ja? Und will aber dann Hochglanz Vogue-Cover-Titel-Typ Fotos im Studio mit weißen Hintergründen und mit allem drum und dran, ja, und dann auch noch mit Windmaschine, damit meine Haare, oder hey, kannst du das nicht im Photoshop nachher machen, dann wird der Jörg, wenn ich ihm vorher das sage, wird der Jörg sagen, ey, hast du mein Portfolio gesehen, weißt du, wie ich fotografiere, hast du den mal schon angeschaut? Aber wenn du erst im Nachhinein das tust, ja, dann schwierig. Aber ich meine, dazu muss ich auch sagen, ich habe das jetzt auch durch unangenehme Erfahrungen einfach gelernt, diese Gespräche doppelt und dreifach vorher zu führen. Weil ich nicht nur Bands, sondern dann halt auch, es haben mich auch Unternehmen angeschrieben, die haben gesagt, ja, wir hätten gern Fotos für die Webseite. Voll. Und ich habe gesagt, okay, aber seid ihr euch bewusst, was ich für Fotos machen werde, was ich nicht machen werde? Und sie sagen dann, ja, wir wollen ja eh cool und funky, wir wollen ja andere Fotos. Ja, aber das sind alles so abstrakte Begriffe. Aber ja, genau, das sind abstrakte Begriffe. Und dann habe ich gesagt, halt, ja. Bitte lass uns nochmal drüber nachdenken. Was ich zum Beispiel nicht tun werde, ja, es sei denn, du zahlst das, so viel 1000 Euro. Ja? Ich werde nicht im Photoshop nachher sitzen und die Futzel vom Shirt runter machen in Photoshop. Ja. Also, es muss euch bewusst sein, so sehen die Fotos ungefähr aus. Und wenn ihr solche Fotos haben wollt und ihr das cool findet, okay. Dann machen wir das. Ja. Aber wenn ihr sagt... Oder du kannst sagen, ich mache von hier bis hier. Ja, genau. Oder ich kann mir vorstellen, sowas mit euch zu machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, dass ich es ungefähr so wie dieses Beispiel hinkriege oder so. Ja. Wie du sagst, wenn jemand anderer sagt, im Vokabular, was du gesagt, funky und so, ja, dann stellst du dir was anderes darunter vor als ich. Ja, genau. Weil so ein abstrakter Begriff ist, darüber reden wir eh voll oft, dass wenn man ein Projekt angeht, und ich sehe ein Promo-Shooting, aber auch ein Live-Shooting ist ein Projekt, muss man von vornherein das gleiche Vokabular, eine gemeinsame Sprache finden, ja, damit man auch wirklich weiß, was meint der andere unter High Quality. Ja. Ja. Dann sage ich, okay, schick mir ein Beispielfoto, ja, kann ein Stock oder I don't fucking know, von irgendwem, mach einen Screenshot und schick mir, was ist dein Verständnis, wenn du ein Foto siehst, was ist für dich High Quality? Ja, was ist für dich over the top? Was ist für dich, damit ich die ganzen Parameter weiß, damit ich in den Kopf quasi von der anderen Person reinschauen kann und halt weiß, was heißt High Quality, was heißt funky, was ist düster? Weißt du, Devil Metal Bands? Ja, aber wir wollen düstere Fotos. Heißt das jetzt in der Nacht oder heißt das in einer shady Location? Mhm. Oder heißt das
in der Nacht in einer shady Location. Oder ne? Gar kein Licht. Ja, ja, voll, genau. Ja. Was wollt ihr genau, ja? Und das gilt es halt, im Vorhinein zu determinieren. Was ist düster, was ist hart, was ist funky. Funky genau. Taugt mir sehr gut. Genau. By the way. Das muss man halt vorher klären. Und das ist meine Erwartungshaltung auch eben an, in diesem Fall, der Kundschaft. Ja? Mhm. Also die Kundschaft muss selber auch ein bisschen wissen, was sie will, aber vor allem die Vorarbeit leisten, und wir müssen mehrfach miteinander gesprochen haben, um sicherzugehen, dass wir wirklich das Gleiche meinen. Ja. Weil es gibt nichts Unangenehmeres als nachher. Ich hätte mir erwartet. Ja. Oh, das gefällt mir so nicht. Ah, das habe ich mir anders vorgestellt. Und ich sage, ja, okay, wenn ich Scheiße gebaut habe, klar. Ja, du, es tut mir leid, ich habe wirklich Mist gebaut. Was ich nicht gesehen habe, während wir geschossen haben, ist, dass hinten zwei Schatten sind, die habe ich einfach nicht gesehen. Mm. Ich tue mein Bestes, sie wegzukriegen, aber es kann sein, dass sie nicht wegkommen. Was tun wir jetzt? Ja? Ja. Lass uns darüber reden, was wir tun. Genau. Aber wenn ich nicht Scheiße gebaut habe, sondern wir einfach vorher nicht gut ausgemacht haben, was wir wollen, und ihr gesagt habt, ich habe Freiraum, aha, weil das ist ja das Schlimmste. Wenn ihr zu mir sagt, mach was du glaubst. Ja, du kennst dich am besten aus. Genau. Dann, hey, ich habe eine Idee, lass uns das machen. Ja, und dann bam, nachher, das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Ja. Also, ja. Weil wir hier schon in die Richtung gehen, was sind so absolute No-Gos, wenn es um Promo-Shooting geht? Ja, also halt wirklich auf Band hinstellen und inszenieren und so. Ja. Naja, das allererste, ich meine, bevor wir überhaupt starten, ich schreibe immer vorher. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt ein Weilchen nicht gemacht, jetzt mit vorbereiteten Promoshoots. Weil die Promoshoots, die ich gemacht habe in den letzten zwei, drei Jahren, waren eher größere Bands vor dem Gig fotografieren. Also internationale Bands vor dem Gig. Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemanden habe, wo wir sagen, wir treffen uns am Samstag um 11 an dieser und dieser Position, ja, und wir haben schon vorher besprochen alles, dann schreibe ich allen noch einmal vorher und sage, hey, am Freitag, bitte sauft euch nicht an. Am Samstag, bitte seid einigermaßen pünktlich. Bitte nicht. Schreibst du ihnen am Freitag noch? Nein, ich schreibe oder schon dann, wenn eine Woche vorher und gebe ihnen so die Regeln, ja. Dass ich es jetzt noch einmal am Freitag erinnere, ich bin nicht die Mama. Ja? Also Ich schreibe das einmal, ich erkläre es. Ja? Aber es gibt für mich nichts Mühsameres als erstens eine Stunde warten, weil der Bassist wieder zu spät ist. Oder der Drummer oder die Sängerin. Ja? Egal. Ja? Es gibt immer einen in der Band oder eine in der Band, die sind notorisch dafür und oh Mann, ist das mühsam. Ja? Mhm. Es gibt immer einen in der Band, der alles irgendwie im Griff hat und der dann kommt und sich da tausendmal entschuldigt, es tut mir so leid, ich habe sie angerufen, sie ist zu spät und so weiter. Ja. Aber das ist mühsam, das ist echt mühsam. Vor allem, wenn du irgendwie geplant hast, ja, nicht nur deinen eigenen Tag auch geplant hast, aber du hast jetzt irgendetwas geplant und zum Beispiel, du willst irgendwo fotografieren, wo dann einfach immer mehr Menschen kommen, weil es später wird am Tag, ja, und du dann dein Fenster verpasst. Ja. Wie viel darf man spät kommen darf man zu spät kommen? Was ist dein Take? Also ich würde sagen, verkehrsbedingte 15 Minuten, bin ich okay. Cool, danke. Aber nach 15 Minuten fange ich an, ein wenig, also so viel Kontrolle sollten wir alle über unser Leben haben, dass das... Far. Ich meine, wenn du anrufst, ja, eine halbe Stunde vorher anrufst und sagst, hey, ich habe ein Problem, dann okay. Aber wenn du du willst dich um 11 treffen und du um 11 anrufst und sagst, du, ich fahr gerade los. Ja? Die. Voll. Okay, also rechtzeitig kommen, halbwegs nach was ausschauen. Ja. Das sind deine Fotos. Ja? Ja, wenn du dann mit solchen Augen und solchen Ringen und so weiter und in der dreckigen Hose kommst und so die Fotos haben willst, okay, aber ich hab's dir gesagt. Ja. Ja. Und das ist der Punkt. Also das ist einmal so dieses für mich das No-Go. Das ist, alles andere ist einigermaßen machbar. Ja? Mhm. Aber und das Letzte ist noch ankommen. Ja? Und 11.15 Uhr bist du dann da. Okay, ja? Aber ich muss um 12 gehen, sagt er. Ja? Oh. Dann zucke ich überhaupt aus. Ja, was willst du jetzt machen? Ja?
ich habe noch nicht einmal Licht eingestellt, weil du nicht da warst. Ja. Und jetzt willst du in 45 Minuten wieder weg. Ja? Was soll ich jetzt tun? Ja, voll. Damit zeigt man dann schon, wie viel Commitment man eigentlich zu seinem Projekt hat. Ganz genau. Ja, voll. Hast du eine Anekdote von einem Promo-Shooting, wo du sagst, okay, das ist mir bis jetzt nur einmal passiert und das hat dich, also jetzt nicht derailed, aber da hast du also einen kurzen Moment gehabt und dann gesagt, what the fuck? Ja? Warum tut sie das gerade? Oder warum glaubt sie, das ist cool? Oder warum ist das jetzt? Wenn dir jetzt was einfällt, so auf die. Naja, ich kann, also Anekdote, ich kann zwei Dinge erzählen. Also eine Band, wo die Fetzen geflogen sind, weil sie sich... Die haben sich gestritten. Die haben sich gestritten. Vor dir. Weil wir, also der eine hat gesagt, ja, und ich habe noch Folgendes mitgebracht, ja. Und er hat dann halt so ein paar Props mitgebracht, weil er dieses Foto machen wollte. Und die anderen haben gesagt, wir haben doch gesagt, wir wollen das nicht machen. Ja, aber ich will das machen und so weiter, das ist ja auch mein Geld und so. Bam. Ja? Okay. Und ich stehe da und sage, was jetzt? Und dann am Ende... So. Ja, genau. Filmst du es einfach. Ich war halt, ich habe dann auch gesagt, bin dann eingeschritten und gesagt, hey, Burschen, wenn es euch nicht wehtut, ja, das dauert jetzt 5 Minuten, um dieses Foto zu machen, so wie er sich's vorstellt. Probieren wir es einfach. Vielleicht machen wir das Foto. Cool. Ja. Und dann ist, ja, und lustigerweise war es dann auch ziemlich cool, das Foto. Ja. Das Zweite ist, also das, was für mich wirklich schwierig war, und da kann ich jetzt schon die Band nennen, Iced Earth hat für Volbeat geöffnet. Ja. Und wir haben vereinbart, dass wir ein Promo-Foto machen von Iced Earth, bevor sie auf die Bühne gehen, beziehungsweise irgendwann einmal am Nachmittag. Ja? Mhm. So, es war in der Stadthalle und ich habe dann 2 oder 3 Mal habe ich dann mit der Band gesprochen und gesagt, okay, wann machen wir dieses Foto? Ja? Und der Ron Schäfer, dem sozusagen die Band gehört, ja, sagt, naja, ich will es in Stage Clothes machen. Ja? Also das heißt, wir müssen schon umgezogen sein. Und die Band hat, also ich habe mich vorbereitet, ich war immer so, okay, wann machen wir es und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben einen Platz gefunden, wo wir es machen können, nämlich unter der Bühne. Ja. Ja. Ich habe dort die Lichter aufgestellt. Ja. Ich habe 2 Testfotos gemacht mit irgendeinem Stagehand, der gerade vorbeigegangen ist. Und ich dachte, okay, ich glaube, das funktioniert, aber ich habe die Band nicht. Ich kann also keinen Check machen. Ja, voll. Sondern das muss jetzt ja, ja. Hit and Run. Und dann, das Schlimme ist dann, sie haben gesagt, okay, wir machen jetzt das Foto, knapp bevor wir auf die Bühne gehen. Und ich sage, was heißt wie knapp? Ja. Naja, 15 Minuten. Ich sage, okay, 15 Minuten bevor. Das heißt, ihr geht vom Backstage-Bereich zur Bühne. Aha. Stellt euch unter die Bühne, während die andere Band spielt. Ich mache das Foto und ihr geht dann wieder und dann kommt ihr, holt ihr die ein oder Sachen, mic't euch ab und so weiter und geht dann auf die Bühne. Ja. Ich sage, okay, interessant. Ja. Und was ist passiert? Die sind tatsächlich, also es war, ich meine, ich habe einen Stress gehabt, ich habe echt geschwitzt. Ja, das glaube ich gern. Und das andere ist, unter der Bühne dort, während eine Band spielt, ist es dunkel. Ach so, okay. Du hörst nichts und es ist dunkel. Ja? Und weil es dunkel ist, hast du keine Möglichkeit zu fokussieren. Mhm. Das heißt, ich stehe dann da zuletzt, in der letzten Sekunde, und habe in der einen Hand die Kamera und in der anderen Hand das Telefon und mache dann mit einem Pilotlicht sozusagen einen Fokuspoint und habe dann drauf gedrückt. Ja? Und habe einfach 3, 4 Fotos geschossen. Hatte 3 Blitze. Und habe dann dafür Fotos geschossen. Jesus, take the wheel. Who knows? Ja. Zum Glück, wirklich zum Glück, für sie jetzt ein sehr oft verwendetes Bandbild, das sie dann auch in einem Album haben sie es auch sogar reingegeben und so weiter. Also es ist überall drinnen. Das Problem mit dieser Band ist, die verändern so oft das Line-Up. Ich glaube, ich habe diese Band schon 6-mal irgendwie in verschiedenen Line-Ups. Nur noch der John. Ja, genau. Fotografiert. Aber jedenfalls, ja, das war dann so richtig eine Schwitzaktion, wo ich sage, oder Biohazard in der Arena. So. Ja? Biohazard in der Arena. 2 Minuten, bevor sie auf die... Also literally, sie sind vom Backstage vorbeigegangen. Sie sind runter im Lift, ja. Ja. Raus dort, also wenn du weißt, wo diese Anladestelle ist, ja, und wo der Laster hineinkommt und wo sie auch die ganzen Fässer haben, ja. Dort habe ich sie innerhalb von Sekunden, ich habe 0 Chance gehabt, sie aufzustellen. Sie sind hingekommen und sich hingestellt, ja. Waren auch gar nicht mehr so glücklich darüber, weil es dann schon so knapp war. Ich habe sie fotografiert und sie sind auf die Bühne gegangen. Und ich musste dann irgendwie meine Blitze und alles musste ich dann stehen lassen, ja, auf die Bühne laufen, anfangen zu fotografieren und bin dann auf der Bühne draufgekommen,
dass der Transmitter noch läuft und das hinten die ganze Zeit dahin blitzt. Die Leute denken sich, okay. Nein, die konnten nicht sehen, zum Glück, weil es zwei Ecken sind, ja. Aber trotzdem irgendwie. Ich meine, Techniker oder ja, Hands. Ja, warum blitzt das die ganze Zeit? Genau. Das ist abbrennen, na, geh einfach mal. Ja, voll. Wie du weißt, ist unser Podcast hier ein bisschen Community-Arbeit und ich arbeite auch sehr, sehr gerne im Sinne von dieser Gemeinschaft oder Szene oder wie auch immer du das nennen magst. Und in der Zwischenzeit denke ich mir, also mache ich mir natürlich auch Gedanken so über die nächste Generation an Musikern und an Content-Creatern oder Fotoleute oder wie auch immer. Ja. Und da versuche ich jetzt auch schon, dass ich die Leute vielleicht, was ich sagen, nicht motivieren, aber anstoßen kann, ohne dass ich es direkt mache, ja, dass sie ein bisschen weiter als ihre eigenen Projekte denken, sondern so, was kannst du machen mit deinem Service für eine, nicht nur für dich und nicht nur für deine Band, sondern für eine Community? Ja? Wie könnte man das etwas mehr inciten? Weil ich mache das schon allein aus dem Gefühl heraus, dass es immer wieder schön ist, zum sehen, wenn man A, jemand was abnehmen kann, ja, und wenn sich der dann freut, dass du was gemacht hast für den. Und auch wenn eine Community irgendwie zusammenkommt und nach einem Jahr darüber redet und sagt so, ja, boah, hey, das ist voll geil, dass wir durch diese Gemeinschaftsarbeit uns alle gefunden haben und dass das drüber hinausgeht. Ja? Wie kann man diesen kommunalen Gedanken in den Leuten incepten? Für jetzt nicht die wir so unsere Generation sind, sondern vielleicht die Nächsten. Also ich finde es lieb, dass du mich zu deiner Generation dazu hängst. Ja? Ich meine, wir sind eine Generation, ja, aber wir sind schon noch ein paar Jährchen auseinander. Ja? Aber ich halte es auch eigentlich gar nicht für richtig. Ich glaube, wir sollten eigentlich die Leute, die jetzt irgendwie 20 sind, sollten wir so viel wie möglich auf die falsche Fährte locken, damit wir noch Arbeit haben. Ja? Also scheiß auf die. Okay, das ist so wie Arnold Schwarzenegger, der früher beim Heben gesagt hat, ja, hey, wenn du auf die Bühne gehst, dann schrei und ja, stell dich ganz deppert an. Nein, und wirklich all diese kleinen Sachen, so dieses permanente Sticheln und so weiter und so, okay. hey, the best thing to do is, ja, und dann bam. Ja. Das ist der Plan, der nämlich jetzt so den Leuten taugt es, wenn du die Kamera verkehrt rum hast. Genau, das ist urcool. Das ist meiste, ja, weißt du, was die Leute für urcool finden? Selective Color. Ja? Mach Selective Color so oft du kannst. Ja, voll mit Rot. Ja, genau, am besten schwarz-weiß und rot. Eigentlich funktionieren müsste es ja, wenn wir versuchen, eine Generation zu überspringen, damit unsere Kinder wieder Arbeit haben. Ja? Das wäre doch der richtige. Schau, ich bin ja bei dir. Die soll es dann weitergeben. Ja, die soll es dann weitergeben. Ich bin bei dir. Also ich glaube, aber das ist so eine generelle Veränderung, die wir in unserer Gesellschaft haben, ja? die notwendig ist. Wir müssen uns halt eben wegbewegen von, und jetzt wird es sehr esoterisch und sehr breit, aber der kapitalistische Grundgedanke, den wir hatten, der das ganze Wachstum und alle die Möglichkeiten uns gegeben hat, unser Leben so wie es jetzt ist zu leben, von dem müssen wir uns jetzt komplett trennen. Mhm. Und das ist eine der Dinge, die wir machen müssen, um als Gesellschaft zu überleben. Und deshalb ist das, was du tust, nämlich zu versuchen, mehr Communities zu bauen, Leute davon zu überzeugen, dass man nicht alles rein aus egozentrischen Gründen machen muss, damit sie Wachstum bringen oder damit sie irgendwie besser werden und so weiter, sondern man auch die Sachen tun kann, um der Community zu helfen, weil eben die Community dann umgekehrt mir hilft und nur so eine Gesellschaft funktioniert. Das sind alles Grundgedanken, an die wir uns jetzt einfach immer mehr orientieren müssen. Ja? Und deshalb halte ich das für absolut richtig, was du tust. Ich würde versuchen, ich meine, schau, ich bin zum Glück selber in einer generell in einer Position, wo das geht, ja, wo ich das machen kann, wo ich
wenn ich kann, helfen kann und nicht neidisch bin, wenn wer andere jetzt etwas tut, zum Beispiel fotografieren, wo ich ganz genau weiß, dass die Person sowieso besser ist. Also die kann das viel besser als ich. Ja? Also es gibt genug Leute, es ist lustig, ich fand es immer lustig. Es sind Leute zu mir gekommen und gesagt, hey, kann ich mal mit dir gemeinsam auf einen Shoot gehen und du zeigst mir, wie du das machst? Und ich denke mir, wieso? Ich habe das auch alles nur auf YouTube gelernt. Ja? Und zweitens, es gibt auch viel bessere Leute da draußen. Aber dann habe ich gemerkt, für die war ich die Person, wo sie sagen, der kann das. Es war genau das gleiche Verhältnis. Habe ich noch nicht gecheckt. Ja. Aber dann sind die sehr, sehr viel schneller, weil die tatsächliches Talent haben für etwas. Ich meine, für mich war es immer so dieses Nebenthema. Ja? Ja. Das ist fast ein etwas vergrößertes Hobby für mich. Für andere ist das ein Lebensinhalt, wo ich sage, super, du kannst das viel besser, du hast ein viel besseres Auge, du hast viel bessere Skills, du investierst die Zeit. Mehr Zeit und Fokus. Ich helfe dir, wo ich kann, damit du das machen kannst, weil du nimmst sowieso niemanden etwas weg, sondern deine Contribution ist nur eine Bereicherung. Und gemeinsam wird es besser und größer. Ja. Nicht, es ist nur ein Kuchen da, sondern der Kuchen wird immer größer, weil du eben eine Contribution einbringst. Das ist ein sehr gut. Also du wirfst dann... Wird nur geiler. Um die Metapher weiterzuführen, du wirfst deine Eier noch dazu und es wird größer und größer. Nein, der Punkt ist, du kannst helfen, indem du sagst, lass mich dir sagen, was ich gelernt habe und lass mich dir auch sagen, was ich falsch gemacht habe, wo ich glaube, etwas falsch gemacht zu haben. Lass mich dich einladen, Sachen zu tun und lass mich auch vielleicht eben, wie wir vorher gesagt haben, wenn mich jemand anschreibt, lass mich dich ohne Neid weiterempfehlen und sag, hey, sorry, ich will nicht. Ich bin zu dem Zeitpunkt nicht da oder ich mag lieber an dem Tag in der Nase bohren. Aber der Jörg, der könnte. Mhm. Und wenn der Jörg nicht kann, dann sind noch hier diese zwei, drei Leute. Und das, was so cool ist jetzt für mich, ist, dass ich jetzt Leute gesehen habe, die mir solche Fragen gestellt haben. Sie, hey, kannst du mir helfen? Kannst du und so weiter? Vor nicht allzu langer Zeit hat mich jemand angeschrieben, weil er ein Foto machen soll, das ich vor einem Jahr gemacht hatte, nämlich ein Crowdfoto. Ja? Okay. Und dieses eine Crowdfoto hat man dann öfter verwendet und so weiter. Und er hat gesagt, wie hast du das gemacht? Obwohl ich eigentlich weiß, dass er erstens ein besserer Fotograf ist als ich und zweitens bessere Photoshop-Skills hat als ich, wollte er trotzdem wissen, damit er sicher ist, dass er es auch gut macht. Ja? Wie hast du es gemacht? Mhm. Und ich habe ihm alles gesagt, was ich konnte, weil, warum nicht? Er soll, wenn er es besser machen kann, you know, all power to him. Let's go. Und ja. Also, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin also voll dafür, je mehr man in die Community reingeht. Kein Wissen zurückhalten, sobald du auf was draufkommst. Ja, und ich meine, ja, absolut. Und ich bin jetzt, also ich sage jetzt nicht, dass Karma oder was auch immer, wie man das jetzt definieren will, ja, ob das jetzt so existiert oder so, aber die Erfahrung zeigt mir, wenn man immer wieder positiv reinwirft, ja, es kommen die Sachen zurück. Und alleine schon, wenn man hoffentlich eine Reputation aufbaut, die positiv ist, wo andere Leute prinzipiell auf dich positiv reagieren, ist das schon viel wert. Du musst dir nichts einbilden auf deine Skills, sondern darauf, was die anderen Leute über dich denken. Ja. Und wenn die anderen Leute so sagen, hey, mit dem gehe ich gerne auf ein Bier, weil es ein lebender Kerl, ja? Auch wenn wir uns nicht immer über alles einig sind, super. Ja, voll. Wenn du sagst, Positivität, ich würde sagen, damit kann man ja auch deinen Podcast, Moment of Non-Sein, eben für du und der Herr Cliff, kann man auch beschreiben. So wie ich das sehe, das ist ja aus der Situation entstanden, der wir gerade sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass das schon länger geplant war, sondern ich habe das Gefühl gehabt, so, okay, gut, die Stimmung drückt sich gerade wegen Corona und es geht nur noch um Corona. Und du und der Cliff, ihr habt so einen Tisch gehauen und gesagt, nein, wir lenken jetzt die Leute ein bisschen ab oder wir reden über etwas, das euch auch wichtig ist, das für viele andere Leute auch wichtig sein könnte. Ja? Und das kommunizieren wir jetzt und jetzt machen wir Moments of Nonsense. Wie falsch bin ich mit der Annahme? Ja, ich meine, es ist besonders lieb von dir, dass du in diese Annahme hineingehst. Fakt ist, es war deutlich egozentrischer als das. Ja. Ja.
Ich wollte ohnehin irgendwann, also seit, ich weiß nicht wie lang, seit 2 Jahren spielte ich mit der Idee, einen Ein-Personen-Podcast zu machen oder vielleicht auch einfach, ich hatte zuerst mir gedacht, wirklich nur Momentaufnahmen zu machen, ja, also kurze, es muss nicht ein Rant sein, sondern kurze Gedankengänge, also nicht negativ, sondern so, hey, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich würde das gern teilen. Okay. Und mir tut es weh, das immer alles lang getextet auf Facebook zu posten. Und ich hätte gerne ein besseres Medium dafür. Ja. Und das ist ja eigentlich das Problem unserer Zeit, ist, dass wir überhaupt keine Plattformen haben, um uns zu irgendetwas zu sagen. Wir haben nirgendeine Plattform und wir dürfen ja auch nichts sagen. Heutzutage darf man ja nichts sagen. Ich mein, und man muss ja immer, man wird ja nur zensiert und man kann ja nirgends was sagen. Und es gibt gar keine Plattformen. Also was wir eigentlich brauchen, ist endlich eine Plattform. Ja? Ja. Nein, jedenfalls der Punkt war, ich habe mir gedacht, in welcher Form könnte ich das tun? Ja. Ich bin nach wie vor, also ich spiele nach wie vor und ich habe schon ein paar Ideen dazu. Ich habe mir auch sogar schon eine Outline geschrieben. Ich möchte ja zumindest eine Kurzgeschichte, aber vielleicht mehrere Kurzgeschichten schreiben. Ja? Und immer wieder habe ich diesen Drang, den mentalen Ausguss irgendwie zu machen, aber habe das Medium nicht gefunden und habe auch irgendwie das Problem gehabt. Ich habe mich ein bisschen nicht getraut, reine Ein-Personen Verbalergüsse zu werfen, ja, weil ich mir gedacht habe, interessiert das eigentlich, also interessiert das wirklich jemanden oder nicht? Ja? Gespräche immer im kleinen Rahmen scheinen immer zu sein. Oh, schau, es ist eine Bestätigung für mich, dass ihr mich einlädt, hier zu reden. Ja? Wenn ich eingeladen werde zu reden, heißt das, irgendwer will zuhören. Ja? Vielleicht sind es nur zwei, aber vielleicht sind es auch 4 Leute. Ja? Aber der Punkt ist, das war so mein Gedankengang. Vielleicht kann ich das irgendwie machen. Und diese Diskussion hatte ich irgendwann mal mit dem Cliff. Und der Cliff hat gesagt, ah, weißt du, ich spiele auch schon länger mit der Idee. Und ich sagte, lass uns doch zusammen irgendetwas machen. Ja? Haben wir uns hingesetzt, haben ein bisschen darüber gesprochen. Und so ist der Name entstanden, weil ich dann auch gesagt habe, es wäre doch lustig, wenn wir immer wieder auch einen kleinen Rant reinwerfen, etwas, was uns wirklich nervt. Ja? Das ist der Moment of Nonsense. Also wenn du wirklich, was ist es, wo du deinen Zen verlierst? Mhm. Ja? Nach dem Prinzip, man soll sich sowieso nicht über die großen Dinge aufzuregen, bringt nicht viel. Aber wenn du dich über die kleinen Dinge aufregen kannst, dann kannst du vielleicht auch etwas verändern auch, sogar. Ja, und erstens, du kannst sie influencen, aber zweitens, du kannst auch etwas loswerden. Ja? Ja. Und alleine schon diese negative Energie rauszuwerfen, hilft. Und so ist halt diese Idee gekommen und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal ein paar Themen nehmen. Und wir haben versucht am Anfang einen roten Faden zu finden und zu sagen, können wir die Episodes irgendwie so machen, dass da ein roter Faden drin ist. Und das war total schwierig, weil wir sehr schnell gefunden haben, dass wir immer wieder so extrem abgeschweift sind von einem roten Faden, dass wir gesagt haben, naja, aber ich will jetzt mal über Star Wars sprechen. Ja. Aber in der nächsten will ich über Lego sprechen, ja, oder über Feminismus oder über irgendwas anderes, ja, wo einfach die Bandbreite so extrem ist, dass es prinzipiell extrem schlecht ist für das Konzept eines Podcasts oder eines Videocasts. Weil eigentlich musst du einen Podcast machen, der über ein Thema ist und wo du dich reinbringst ein bisschen, weil das ja dazu führt, dass mehr Leute interessiert sind. Aber wir haben es halt nie mit dem Hintergedanken gemacht, wir wollen so viele Leute wie möglich erreichen. Also wir freuen uns, wenn wir Leute erreichen. Aber eigentlich haben wir es mit dem Hintergrundgedanken gemacht, wir wollen was loswerden. Ja. Und wenn wer zuhört, super. Ja? Und so ist das so ein bisschen gekommen. Dann haben wir uns ein bisschen eingesteigert und jetzt haben wir halt eine Season gemacht. Mhm. Die zweite Season ist in Arbeit. Wann habt ihr geplant, dass die zweite Season kommen soll? Naja, ungefähr? Ich würde sagen, ich glaube, wir werden realistischerweise in den nächsten Wochen anfangen, die Episodes zu drehen. Und ich würde sagen, Anfang nächsten Jahres sollten wir sie anfangen wieder zu posten. Ja. Wir würden sie dann wieder wöchentlich posten, ich weiß nicht, 20 Episodes lang und sie wieder rauswerfen. Ja. Mhm. Also das wäre ungefähr der Plan, glaube ich. Ja, ich durfte ja einmal zu Gast bei euch quatschen, den Peter ja auch. Mhm. Jetzt noch als Abschlussfrage, wenn du, und das ist meine absolute Lieblingsfrage, stelle ich glaube ich eh immer,
wenn du jemanden verpflichten müsstest, als Gast zu kommen? Also du hast wirklich die Macht, du sagst, irgendein Mensch, ja, dead or alive von mir, ist mir wurscht, ja, sagt, du musst jetzt zu uns in den Podcast kommen und die Person tut es. Wer? Gun to the head. Oh mein Gott. Total lokal schwierig. Und international? Okay. Oh mein Gott, total schwierig, total schwierig. Du hast halt nur jetzt die nächsten 30 Sekunden Zeit, ansonsten sagen, ist das, ich sagen, das Ding weg. Ben Solo, Kylo Ren. Also ich würde ich hätte gern gewusst, what is going on in your head. Yeah. Okay. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich will Ben Solos Take on Feminism zum Beispiel oder so. Ja? Das würde mich am meisten interessieren. Ich würde sagen, hey, Ben, what's your take on modern day feminism and why do you think it was so important that Rey was such a focal character for Star Wars? Das würde ich irgendwie... Schau dir mal so 30 Minuten mit ihm über das sprechen. Ja? Und er dann zuckt aus und Lightsaber und... Haut wieder alles zusammen und so weiter. Und dann beruhigt er sich wieder und denkt, ja, eigentlich, gute Frage. Ja, I guess my father, I never really had a father und so weiter. Also das wär die beste Diskussion. Sehr geil. Ja, das passt, das ist das. Großartig, passt. So, dann beenden wir das für heute. Ich fand es cool, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da kommst und ich finde es cool, dass du eben selber gesagt hast, okay, fuck it, ich starte jetzt meinen Podcast. Ich höre ihn echt sehr, sehr gerne. Für alle nochmal Moment of Nonsense. Links sind dann bla 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 und so weiter und so fort. Danke für dein Kommen. Danke, und dass ihr mich eingeladen habt. Na, bitte gerne. Und hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ja, und was dann? Bis dann. Stay big. Ciao. Bye. Sehr gut. Bam. Bam.